Hallo Freunde, in diesem Video bieten wir Informationen über die 6 Symptome des Diabetes müssen Sie kennen. Diabetes mellitus, umgangssprachlich auch Zuckerkrankheit genannt, ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die durch einen dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist. Und es heißt, dass der Diabetes ein lebenslanger Begleiter sein wird. Die Anzahl von Menschen mit Diabetes nimmt zu. Man schätzt, dass zurzeit in Deutschland über 5 Millionen Menschen leben, bei denen Diabetes mellitus festgestellt worden ist. Bei vielen Menschen wird Diabetes per Zufall entdeckt und die Betroffenen fühlen sich anfangs oft völlig gesund. Die 6 Symptome für Diabetes, die du niemals ignorieren solltest, sind: Nummer 1. Müdigkeit. Müdigkeit und Abgeschlagenheit sind nach körperlicher Arbeit und einem langen Tag natürlich und das Verlangen des Körpers nach Erholung und Regeneration. Ein Diabetes kann dazu führen, dass sich Betroffene schlapp fühlen. Nummer 2. Häufiges Wasserlassen. Der Körper versucht bei Diabetes, den vermehrt im Blut vorhandenen Zucker über den Urin auszuscheiden. Betroffene haben deshalb unter Umständen einen verstärkten Harndrang. Oft handelt es sich dabei um das erste Anzeichen für einen Diabetes. Nummer 3. Vermehrter Durst. Dabei entsteht der Durst, weil der Körper wegen dem zu hohen Blutzucker viel Wasser verliert, weil er den Zucker mit dem Urin ausschwemmen will. Nummer 4. Als Polyphagie bezeichnet man in der Medizin einen krankhaft gesteigerten Appetit oder eine krankhaft gesteigerte Nahrungsaufnahme. Eine Polyphagie mit Gewichtsabnahme wird bei Diabetes. Nummer 5. Gewichtsverlust. In manchen Fällen kommt es bei Diabetes zu Gewichtsverlust. Dieser ist zum einen auf den Flüssigkeitsverlust infolge des verstärkten Harndrangs zurückzuführen. Eine weitere mögliche Ursache liegt darin, dass ja kein Insulin mehr da ist, um den Fettabbau zu bremsen. Stattdessen nutzt der Körper das eingelagerte Fett als Energiereserve, weil er ja an die Glucose im Blut ohne Insulin nicht herankommen kann. Nummer 6. Sehstörungen. Störungen des Sehvermögens stellen eine häufige Komplikation des Diabetes mellitus dar. In Deutschland sind die meisten Erblindungen immer noch auf Diabeteserkrankungen zurückzuführen. Sehstörungen werden durch anatomische Veränderungen der Netzhaut und des gelben Flecks ausgelöst. Ist mit der Neubildung von, teilweise fehlerhaft gebauten, Blutgefäßen verbunden. Geschädigte oder missgebildeten Blutgefäße können platzen, sodass es zu Blutungen innerhalb der Netzhaut kommt. Wenn einmal eine Visusminderung eingetreten ist, kann diese nur in seltenen Fällen wiederhergestellt werden. Um möglichst frühzeitig einen Diabetes Typ 2 zu erkennen, ist es wichtig, regelmäßig an den Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen und den Blutzucker zu überprüfen. Wenn Diabetes oder seine Vorstadien rechtzeitig erkannt und entsprechend behandelt werden, lassen sich die Erkrankung und ihre Folgeerkrankungen vermeiden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte like, abonnieren Sie unseren Kanal. Danke.